Generell hat Tolkien sowieso alles erfunden. Alle anderen nur geklaut. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich kann auch nicht irgendwie zufriedenstellen, aber allem hast du was zu meckern. Natürlich! So, also ich kann es nicht benutzen. Ich schon. Auch nicht. Ein griesgrämiger goldgeiler Zwerg. Was sein? Tja. So, und jetzt kann ich das gleich mal identifizieren. Ich habe einen beschädigten Götzen gefunden. Ihr habt eine kleine Götzenstatue in der Truhe unter dem falschen Boden entdeckt. Welcher falscher Boden? Süß. Der Truhe. Ach so. Ah, das macht sogar Sinn. Hey. Hey. Sie ist ziemlich herunter. Ich habe jetzt gerade überlegt, von wegen die, also, weißt du, die Truhe unter dem falschen Boden, habe ich gedacht. Was? Ja, wo befinden wir uns jetzt gerade? Ja, ne? Im falschen Boden? Unter dem falschen Boden sogar. Sie ist ziemlich heruntergekommen, sie ist angeschlagen. Und die Edelsteine wurden aus ihrer Fassung herausgebrochen. Sie könnte dennoch einiges wert sein. Ihr erinnert euch, außerhalb des Marktplatzes der sieben Sonnen einen seltsamen Kobold namens Rix gesehen zu haben. Er bot passanten Astraldiamanten im Tausch für Artefakte wie diese an. Vielleicht kann er euch verraten, wie viel sie wert ist. Yay, wert. Haben wir Rix überhaupt schon mal getroffen? Ach, gar nicht jetzt, ne? Nee, Rix treffen wir jetzt zum ersten Mal. Gut, dass wir ihn schon kennen. Wir befinden uns ja auch sozusagen immer noch in so einer Art Tutorial, wo man so langsam in die Spielwelt auch weiter eingeführt wird und in die Möglichkeiten über das Questen hinaus. Ja. Und da gibt es welche. Ja, und PvP. Nicht so wie in anderen Spielen, wie zum Beispiel Arcane, in dem es nur PvP gibt. Es gibt ja auch noch das Farmen und so. Das fantastische Farmsystem. Okay, gut, genug über dieses fantastische Spiel gelästert. Welches ja ausstirbt langsam. Doch schon. Ja. Wie lange gibt's das jetzt? 3 Wochen? Na, ein bisschen länger. Ein bisschen länger schon, glaube ich. Habt ihr die Schriftrollen? Okay, 3 Monate? Dann bekommt ihr euer Geld. Noch nicht so lange. Wird es übrigens schaffen, falls es euch interessiert. Interessiert mich nicht. Ein verlauster Kobold hatte ihm eine seiner Lungen zerfetzt. Das überlebt man. In der Welt, mit den medizinischen Fähigkeiten dieser mittelalterlichen Welt, überlebt man es auf jeden Fall, wenn ein verlauster Kobold eine Lunge zerfetzt. Klar. Auf Wiedersehen. Nein, das ist halt dieses typische Problem, was jetzt einfach, was jedem MMO ist. Der erste Hype ist halt vorbei und jetzt sortieren sich die Spieler halt raus, die da wirklich noch bleiben und die einfach nur sagen, ja, ich hatte mal geguckt und jetzt interessiert mich nicht, ich gehe auf andere Spiele. Oder ich gehe zurück zu, was auch immer man vorher gespielt hat. Genau. Neverwinter, WoW, Dark Age of Camelot, Star Trek Online, Herr der Ringe Online. Oder viele, viele andere Spiele, die es noch so gibt. Zelda Scrolls Online. Guild Wars. Auch schön. Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Ah ja. Diese Ikone war sehr wertvoll. Leider fehlen die kostbarsten Steine, sodass ich euch nichts dafür geben kann. Ich glaube, die ist wertvoll. Wily Ilmarin ist jetzt die Besitzerin des wundersamen Basars. Sie ist sehr wählerisch bei dem, was ich für sie kaufen soll. Vielleicht kann sie euch ein Angebot machen. Das ist auch so ein Drachenvieh, kann das sein? Nein, das ist ein Kobold. Nee, das ist... Kobold. Der ist mehr Drache als die Drachengeborenen. Mal ganz ehrlich. Hier, du. Ach nee, du bist kein Drachengeborener, du bist ein Teufling. Habt ihr Astraldiamanten im Angebot? Nein, aber einen falschen Götzen. Danke, dass ihr mir das zeigt. Rix hatte recht, als er euch nicht den vollen Preis zahlen wollte. Aber totaler Plunder ist es nicht. Die ist hübsch. Die Augen sind cool. Nehmt diese Identifikationsschrift als kleine Aufwandsentschädigung. Wenn ihr weitere Schriftrollen oder Verzauberungen benötigt, schaut einfach wieder in meinem Geschäft vorbei. Ich finde die Augen echt gut von der, muss ich sagen. Die Augen. Ernsthaft, die sind wirklich schick. Ja. Die beiden großen Augen, die hat, ne? Ganz ehrlich, gibt es andere Spiele. Auch zu groß, zu wenig Fleisch dran. Nichts für ein Zwerg. Auch ein fantastisches MMORPG, Scarlet Blade. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja schon mal gelernt, dass es auch Astraldiamanten gibt.
Stimmt, jetzt mal wieder zurück zum Spiel, was wir spielen. und zurück zu Nox. Ja. Astraldiamanten sind halt die zweite von drei Währungen. Großen Währungen, die es in diesem Spiel gibt. Genau. Also Geld, also Gold, Astraldiamanten. Und dann gibt es noch Zen, was die Echtgeldwährung ist. Genau, und das Schöne bei Neverwinter Online ist, dass man Astraldiamanten gegen Zen, also die Echtgeldwährung, umtauschen kann. Das bedeutet, dass man sich hier mit Zeit und Geduld und Muße durchaus auch, ich sag mal, ja, Echtgeld-Content kaufen kann nach und nach. Also man kann sich wirklich das Ganze erarbeiten. Und das finde ich sehr schön und macht Neverwinter sehr reizvoll. Man kann Geld investieren, um den Prozess zu beschleunigen, aber man muss es nicht. Diese Astraldiamanten kriegt man auch relativ gut, indem man zum Beispiel seine Ausrüstung auf dem Auktionshandel oder Auktionsmarkt für andere Spieler verkauft. Genau. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber da kommen wir dann noch zu. Die Protectors Enclave braucht. Scheint, wenn man Artefakte findet und sie an Rix verhökert. Der Winter hat bereits genügend Probleme am Hals. Da brauchen wir keine Kobolde. Verzeihung. Apropos Probleme. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch. Ich noch nicht. Was? Achso, die Schurkenquests. Ah. Du Schurke. Ja. Hin. Du dreckiger Schüft. Dreckige Schüft. Schüft hin. Ich kann jetzt was Tolles. Jetzt endlich. Hat ja nur 10 Stufen gedauert, bis du was Tolles konntest. Jetzt endlich kann ich das. Wow. Ich bin unsichtbar. Das ist wirklich cool. Und im PvP verdammt nervig. Weil man sieht zwar noch diesen Schatten, aber den übersieht man im PvP super schnell. Okay, dann, ich hab dann schließen wir die Quest, die ich jetzt gerade bekommen habe, noch nicht ab. Welche ist das? Hast du noch mehr bekommen? Ja, mit Stufe 10 bekommt man einiges noch an Quests. Ach so, ja, die denn hier so sind so in Richtung Berufe und sowas, ne? Ja, das... Ja, ja, ja. Ich hab ja, als ich mal mit meinem Level 60... Kleriker habe ich auch im PvP schon mal ein bisschen gespielt. Aber ihr müsst doch auch gleich Stufe 10 sein, oder? Doch noch ein bisschen. 3 Balken fehlen noch. Oha. Ja, 2 und würde schätzen, irgendwie so 9/10 oder 8/10. Also 4/5. Brüche werden immer gekürzt, bis zum Schluss. Soweit es geht. Ja, aber 8/10 hört sich noch mehr an als 4/5. Bin ich froh, euch Nein. zu sehen. Nur für Leute, die keine Ahnung von Bruchrechnen haben. Davon soll es auch welche geben. Das war auch ein tolles Viertel hier. Das fand ich auch richtig cool damals. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, diese coole Taverne. Ja! Der Vielfaltstamm hat sich diesen Bereich der Stadt zu eigen gemacht. 22 neue Quests. Viel Glück da draußen. Einige unserer Patrouillen sind im Walk-In-Weg verschwunden. Vermutlich wurden sie von den Vielpfeil-Orks gefangen oder getötet. Sollten einige der Soldaten noch am Leben sein, müssen sie gerettet werden, bevor sie in die Hände von orkischen Folterknechten fallen. Auf jeden Fall. Die Vielpfeil-Orks sind für ihre Wildheit und Grausamkeit bekannt. Es gibt Gerüchte, dass einige unserer Soldaten von ihnen im Walk-In-Weg beim Anstieg südlich des gefallenen Turms gefoltert werden. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Minimiert ihre Reihen etwas und kehrt dann hierher zurück. Eine Sache, die ich hier wirklich toll finde in dem Spiel, was ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, aber ich kann es gerne nochmal sagen, falls ich es noch nicht gesagt hatte. Du hast eigentlich nie die Situation, dass du keine Quests hast. Du bist immer irgendwie, wenn du in einem Gebiet rumläufst, hast du eine oder zwei Quests. Aber das ist nie so, dass du überhäuft wirst und überschüttet wirst, sondern das ist immer nur so ein paar Quests, sodass du auch wirklich noch der Story folgen kannst. Yep. Es gibt ja auch andere MMOs, die da wirklich einen mit 200 Quests überladen, wo man einfach nur noch durchklickt und einfach nur noch den Questpfeilen folgt. Und hier da kann man auch wirklich... ein Zwerg. Auf dem Feuer. Ja. Es gibt, das Schöne ist... Ja, aber eine angenehme Fußbodenheit wäre das. Es gibt auch versteckte Quests, in denen man einfach mal mit NPC quatscht und ich würde doch mal mit diesem Kopfgeldverwalter hier quatschen. Wenn ich den finde. Interaktion erfolgt. Er sagt aber nichts. Das Turmviertel ist in keiner guten Verfassung, aber die Anwesenheit der Orks macht es noch schlimmer.
Ich suche Abenteurer, die mir helfen wollen, ihre Anzahl zu verringern. Tötet Orks im Turmviertel, sammelt viel Pfeilinsignien und bringt sie mir. Ich werde euch mit etwas belohnen, das euch bei euren Abenteuern helfen wird. Ja, Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Geld, Geld, Geld. Und das ist jetzt so in Anführungszeichen noch eine Art Währung. Und zwar droppen die Monster von einer Karte aus einer Region sozusagen irgendwas, was zu der Region passt. Hier sind es halt die 4 Pfeilinsignien, weil diese Orks zu diesem Stamm dazugehören. Und die kann man dann am Ende, auf jeder Karte steht so ein Kopfgeldverwalter, eintauschen. Entweder gegen Siegel oder gegen Schatzbeutel. Ja. Seid ihr in der Kneipe oder was? Ja. Ja, natürlich. Der Zwerg, weil er was trinken will und ich, weil ich eine Quest der Bardame erfüllen möchte. Die übrigens erschreckend wenig kurz gerade anhatte, weil die Klamotte nicht geladen wurde. Ja, Quest der Bardame erfüllen. Ja. Es ist eine Orkin. Ich bin ein Elf. Na ja. Und das war schon schockierend genug, dass sie untenrum wenig anhatte, weil die Textur nicht geladen wurde. So, ich soll nämlich Leuten Bier geben. Wenn ich mir jetzt nur noch gemerkt hätte, welchen. Kann ich mir auch so ein Fragezeichen aussetzen, dass ich Bier haben möchte? Nein. Machst du das gerade schon oder habe ich was verpasst? Muss ich das Bier noch mitnehmen? Kann es sein, dass ich das Bier noch Ja, du musst das Bier mitnehmen. Wie unwahrscheinlich. Du kannst doch erstmal die Bestellung aufnehmen und das Bier halbe Stunde später vorbeibringen, aber... Wie unrealistisch, man muss Bier abgeben. So, achso, ich muss ihm das vielleicht dann noch geben. Hier. Noch ein Bier. Wir fallen Leute Bier. Ins Feuer. Ja, das können wir auch machen. Ins Feuer fallen. Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Sind nicht keine Leute, sondern Seelen. Das macht's besser. Stufe 10. Genau deswegen bin ich hier reingelaufen, weil die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass man genügend Erfahrungspunkte bekommt, um Level... Alter. Ich hasse unsichtbare Wände. So. Krüge zu Gästen bringen abgeschlossen. Was wünscht ihr? Danke für die Hilfe. Niemand hat euch Probleme bereitet, oder? Manchmal kann es hier sehr rau zugehen. Wobei, die Getränkelieferer sind normalerweise am sichersten. Yay, Stufe 10! Yay! Woo. Das brauche ich Yay. Nicht. Ihr könnt nun Tab drücken, um Göttlichkeit zu kanalisieren. Verursacht Schaden an Gegnern, um göttliche Kraft zu sammeln und so eure Begegnungskräfte zu verstärken und spezielle frei verfügbare Kräfte zu erhalten. Jetzt hat das gerade erklärt. Das ist das, was Fironia kann sich unsichtbar machen und jetzt hat jeder halt seine spezielle Fähigkeit unsichtbar machen. Ich kann meinen Spiegel anmachen und mich in dem Schein meines Spiegels betrachten. Oh, bin ich hübsch. Oh, bin ich hübsch. Oh, guck mal, wie hübsch ich bin. Oh, bin ich hübsch. Oh, ich bin so hübsch. Ich bin so göttlich hübsch. Nein. Ruhe. Ruhe, Zwerg. Und mit dieser göttlichen Kraft sind meine Fähigkeiten etwas anders. Also Teile sind einfach nur stärker. Andere machen andere Effekte oder zusätzliche Effekte. Was man dann auch... Ach du meine Güte. Was man dann entsprechend sieht. Zum Beispiel... Hier sieht das bei dem gleißenden Licht zum Beispiel. Verstärkt, heißt, wenn ich Göttlichkeit anmache, dann verbraucht er alle Stapel von... was ist verstärkt? Ist was anderes, oder? Nee, das ist verstärkt ja, ist das, ne? Das ist, ich muss mir reinfinden wieder. Genau, weil das ist ja auch der Punkt, der bei dem Kleriker einmal komplett überarbeitet wurde. Glaubenskleriker. Ja. Die Göttlichkeit, die Funktion der Göttlichkeit. Ich sehe schon, ich habe auch meine Links-Rechts-Taste sind ja noch anders. Gedrückt halten, kanalisiert zerstörerischen Strahl. Ne, das ist immer nur das Gleiche. Für den mache ich hier halt mehr Rüstungsdurchdringung oder ich habe hier mit deutlich mehr Heilung. Und was haben wir hier? Verbraucht alle Stapel. 50% Stapel. Was ist denn Klopfen für eine Fähigkeit? Klopfen? Ja. Mein Sonnenexplosion macht Klopfen. Was? Ja. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Das ist halt, das macht man, wenn man höflich sein möchte, bevor man einen Raum betritt. Ach so. So, ich glaube, ich nehme als nächste tägliche Kraft mal lieber den Flammenschlag. Der geweihte Boden war ja nicht ganz so nützlich, ne?
Ich weiß nicht, wie es jetzt ist nach der Überarbeitung. Ach so, das wurde ja alles... Vielleicht, wie ist denn das? Später gibt es ja nochmal die göttliche Rüstung. Die ist ja eigentlich ziemlich geil. Jedenfalls früher war sie das. Dann hatte ich Schadensbuff und Schadensresistenz. Feuer klingt besser. Mehr Schaden. Mehr Schaden klingt mehr gut. Finde ich. Was kann der Zweihandkämpfer? Der Zweihandkämpfer kann Entschlossenheit, also unaufhaltsam. Ne? Solange aktiv bin ich gegen Kontrollwirkungen immun. Und ich kann schneller zuhauen. Das klingt gut. Und so Zeug. Also so eine Art Berserker-Modus, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, das trifft es sehr gut. Haben wir noch fertige Abenteuer? Oh, Alter, ich kann nicht reden. Attributspunkte bekommen. Also, wir können unsere Attribute, unsere Eigenschaften steigern und einen Talentpunkt. Mhm. Und jetzt geht's los. Was nehme ich? Oh Gott, was nehme ich denn? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, mehr Aktionspunkte bei Heilfähigkeitenverwendung klingt eigentlich ganz geil. Kann ich häufiger meine täglichen Fähigkeiten verwenden? Oder? Ja, was hast du noch zur Auswahl? Mehr Heilung durch Weisheit. Okay. Also 1, 2, 3% Heilung durch Weisheit und 3, 6, 9% maximale Trefferpunkte. Na gut, mehr Leben ist auch immer gut, aber du bist ja auch ein Heiler und stehst hinten. Das ist im Idealfall. Kann ich mir noch aufheben. Ich glaube auch Aktionspunkte wären nicht schlecht. Ich bin eine neue Aufgabe im PvP. Der Schlachtenmeister, der Herrscher. Ja, jetzt, vom Prinzip her haben wir jetzt drei Aufgaben, ich glaube es waren drei, wieder in der Stadt bekommen. Na gut, was PvP ist, muss man glaube ich nicht anhören. Also ich glaube, jeder sollte wissen, was PvP ist. Ja. Ja. So. Yay! Wow. Das finde ich zum Beispiel auch gut, dass man so Stück für Stück nur rangeführt wird an die ganzen Sachen und nicht mit einem Mal alles reingeprügelt bekommt, sondern die ganzen Fähigkeiten und die ganzen verschiedenen Möglichkeiten nach und nach eingeführt werden. Ja. Und wird man nicht gleich direkt überfahren. Ruhe. Oh Gott, hat das wenig Schaden gemacht. Aber das Lustige ist... Weiß ich hab gerade nicht so ganz verstanden. Einmal wurde der Cooldown nicht ausgelöst. Okay. Hier ist ein Gewölbepaket. Ja, das habe ich auch gesehen. Und ein verlorenes Relikt. Yay, ich habe ein Relikt. Ja, das läuft noch eine Minute 36. Ja, das ist das, was ihr über die Quest seht. Das sind so kleine regionale Events, die immer wieder auftauchen. Genau. Wo man teilweise ganz nette Sachen bekommen kann. Und hier muss man halt solche Relikte sammeln. Und je mehr man hat, desto höher ist man in der Rangliste und desto mehr Sachen bekommt man oder bessere Sachen bekommt man. Genau. Wollen wir einen Ogre verprügeln? Yeah. Ja. Ogre verprügeln. Yeah, boah, ist so gut. Billhorn. Ihr habt irgendwie mehr Lebenspunkte, kann das sein? Wir haben irgendwie noch extra Lebenspunkte bekommen. Vielleicht durch deine Aura? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hab... Oh nein, K ist es nicht. Wie war denn das? CPP ist es, glaube ich, ne? Für Power, genau. Genau. Heilendes Wort. Die Heilung steigt. Nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie scheinen nicht die Lebenspunkte zu erhöhen. Yay, deine pure Anwesenheit erhöht unsere Lebenspunkte. Yay! Manchmal werde ich mal kurz in Ruhe nochmal durchlesen. Anwesenheit eines Elfen erhöht meine Lebenspunkte. Das muss ein Bug sein. Weil es sind ja zwei Elfen, die dich umgeben. Ja, dann müsste das eigentlich unbesiegbar sein. Oh ja, schön, ich habe mich nicht teleportiert. Da kommt noch ein... So, und ich bin unter Kupfer platziert. Yay, ich auch. Was? Ja. Und dafür habe ich einen Arcan-Runenstein Rang 1 und ein dunkles Emblem bekommen. Die braucht man später.
Genau. Das sind so Sockelgegenstände, um Items noch besser zu machen. Und aber das können wir jetzt halt noch nicht, weil wir noch keine Sockelgegenstände haben. Ja, jetzt habt ihr Eier. Ein Religionspaket. Und eine gefangene Wache. Befreit die mal jemand? Gut so. Ja. Sehr gut. Der Heldenzwerg tut es. Ja, der hat Geld fallen gelassen. Ach so. Hier ist ein Buch. Kannst du es lesen? Nee. Kann ich lesen. Ich befreie auch mal einen. Yeah, ich bin nützlich. Yay. Auch Geld fallen lassen. Ja, meins. Gehst du weg? Das ist aber ganz nice mit den extra Lebenspunkten. Vor allem steht da nicht. Ich glaube, das ist nämlich so ein Übersetzungsproblem ein bisschen. Ja, das kann natürlich sein. Weil da steht das ja irgendwie. Ich muss es mir jetzt mal angucken. Wie war das? P. Da steht, heilendes Wort verbraucht alle Stapel von verstärkt und umgebend die Heilung auf alle Verbündete um 35% pro Stapel zu steigern. Ach, das ist noch bei Göttlichkeit. Man sollte es auch richtig... Was ist denn verstärkt jetzt schon wieder? Was ist verstärkt, wenn es nicht Göttlichkeit ist? Da drüber steht nämlich mal Göttlichkeit. Und da kriegen... Es gewährt euch und allen Verbündeten in einer Linie alle 3 Sekunden vorübergehend Trefferpunkte für 9 Sekunden. Hey. Okay. Das ist aber verstärkt dann. Ist verstärkt vielleicht, wenn du das mit Göttlichkeit wirkst? Ja, jetzt habe ich zusätzliche Lebenspunkte. Genau, bekommen. Das ist dann. Ja, Dito. Ja, genau, das ist aber nicht verstärkt, das ist nur Göttlichkeit.